Nach rund 2 Jahren Schließzeit war es am Montag soweit. Das Wassermuseum im Pumpwerk Mühltal wurde neu eröffnet. Der Zweckverband Jena Wasser hat die Corona-Zwangspause genutzt, um die Ausstellung neu auszurichten. Jetzt können sich die Besucher nicht nur über das Thema Wasserversorgung informieren, sondern erfahren auch alles rund um das Thema Abwasserentsorgung. Gleichzeitig blickt die Ausstellung auf eine mehr als 500-jährige Geschichte der Wasserversorgung in Jena zurück. Deshalb sind auch zahlreiche historische Ausstellungsstücke Teil des Museums. Hier gibt es viele Sachen zu entdecken, wo sich heute keiner mehr reinversetzen kann. Hier gibt es zum Beispiel eine Wasserleitung aus Holz, ein normaler Holzstamm, der ausgehöhlert wurde. Oder hier gibt es Abwassergeschichten, die wirklich die Abwassergeschichte aufzeigt, wie schlimm das eigentlich war und in welcher guten Situation wir uns heute wasser- und abwasserseitig auch befinden. Historische Dokumente und Kartenwerke geben ebenso einen Einblick in die Geschichte der Wasserversorgung in Jena wie eine informative Schautafel. Besonders anschaulich wird die Entwicklung aber anhand der technischen Exponate, darunter Rohre, Ventile und Wasserzähler aus verschiedenen Jahrhunderten. Querschnittmodelle bringen den Besuchern auch die Funktionsweise der Technik von heute näher. Direkt neben dem Museum kann außerdem das Pumpwerk besichtigt werden, das bis heute die Trinkwasserversorgung sicherstellt. Die Ausstellung richtet sich gleichermaßen an Groß und Klein, wird aber besonders häufig von Grundschulklassen besucht. Wir wollen als Zweckverband Jena Wasser natürlich die etwa 500-jährige Geschichte der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung auch für die Generationen nach uns erlebbar machen, wollen aufzeigen, was wir oder wie Wasser versorgt wurde, wie die Stadt versorgt wurde. Und das war unser Ziel bei Aufbau dieses Museums. Das Wassermuseum rundet somit das Angebot zur Umweltbildung Aquaagenten ab, das sich an Schüler der 3. und 4. Klassen richtet. Es gibt keine festen Öffnungszeiten. Wer das Museum besichtigen will, kann sich an die Jena Wassermitarbeiterin Dana Günther wenden. Entweder telefonisch unter 03641 688 596 oder per E-Mail an kontakt@jenawasser.de. Große und kleinere Besucher sind gleichermaßen willkommen.